anstatt ein Interview mit mir zu machen, was bestimmt faszinierend für Sie wäre, da dachte ich, ich mache mit Ihnen eine, naja, Kulturtour durch L.A. Und wie er die Bluse gemalt hat, nahezu durchsichtig, sodass man gerade noch Ihre Brust darunter ahnen kann. Ganz ehrlich, wenn ich so ein Bild ansehe, dann kriege ich direkt eine emotionale Erektion. Bon Appetit. Ich bin schon fertig und erinnere mich nicht, etwas gegessen zu haben. Wie heißt deine Freundin noch? Sheila, Sheila, die immer Sheila. Alle Leute zur Begrüßung abküsst, ekelhaft. Ab sofort küsse ich überhaupt niemanden mehr. Oh, hi! Hi! Wie war ich in der Besprechung? Du warst gut. Tipps oder so? Gerne. Hüpfen. Hüpfen ist der perfekte Kompromiss zwischen Gehen und Rennen. Es sieht zu verzweifelt aus, wenn man zu einer Besprechung rennt. Sie trifft sich mit einem anderen? Ja, ja, sie fährt mit ihm ins Wochenende. Gut, dann fahr mit mir weg. Ich kann nicht. Ich würde es bloß benutzen, um mich an ihr zu rächen, weil sie mit einem anderen wegfährt. Stört mich nicht. Dann los. Toll. Steve Martin. Wussten Sie, dass dieselbe Technologie, die die Ölpest in Alaska beseitigt, auch dazu dient, Fettpölsterchen von ihren Wangen abzusaugen? L.A. Story. Einen koffeinfreien Kaffee. Einen koffeinfreien Espresso. Einen doppelten koffeinfreien Cappuccino. Haben Sie koffeinfreie Mokka-Eiscreme? Einen halben doppelten koffeinfreien Kaffee extra light. Mit Zitronenscheibchen. Ich nehme ein Zitronenscheibchen. Ich nehme ein Zitronenscheibchen. Ich nehme ein Zitronenscheibchen. Ein Zitronenscheibchen. Ich nehme auch ein Zitronenscheibchen. L.A., ich liebe dich.